Hallo, 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 hier ist wieder Schoki Banoki mit deiner Tagesdosis Angeberwissen mit Daily. Ich bin Sashi und das hier ist der Till. Der Till ist bekannt von seinem eigenen YouTube-Kanal Till und seinem Vlog. Und wir reden heute über den 9. September. Genau. Ja. Am 9. September haben wir wieder ein Geburtstagskind und das Geburtstagskind ist? Meine Nichte. Grüße gehen raus. Ach, echt auch? Ja. Ja, also ihre Nichte, sag ich schon. Ja, seine Nichte, wie heißt sie? Aline. Aline. Ja. Hallo Aline. Ja, komm. Ja, wie alt ist sie? Ach, egal. So, und das ist hier, aber eigentlich hat die da Geburtstag. Ach ja, ja. Genau. Das ist Andrea Petkovic. Andrea Petkovic, das Tennisspielerin. Und die hat unter anderem schon zweimal die deutsche Meisterin ist sie geworden. Ja. Deutsche Meisterin. Ja. Aber ganz schön heiß, die Kleine, ne? Ja. Finde ich, ist egal. Kannst du sehen, wie du willst. Ja. Und 1976, am 9. September, ist im deutschen Fernsehen die erste Folge von der Zeichentrickserie Biene Maja ausgestrahlt worden. Ja, krass. Ja. Vor allem, du hast ja zumindest jetzt, ach nee, da sitzt noch das andere Viech davor. Aber das hier ist ja die Original. Ja, ja, die Originalfassung ist natürlich wichtig, ne? Nicht die, da gibt es ja noch eine zweite Fassung irgendwie. Die computeranimierte. Ja, und das Schlimmste an der ganzen Sache ist, das Lied ist ja noch dasselbe im Prinzip, aber es wurde gesungen von Karel Gott. Nein! Im Original. Im Original von Karel Gott, aber jetzt in der neuen Version von Helene Fischer. Oh, geht gar nicht. Alter. Also man kann wirklich alles versauen. Man kann das Computer animieren, man kann Helene Fischer. Als nächstes machen sie irgendwie so eine Real-TV-Kram oder sowas. Weißt du, wo jemand in der, ich weiß, im Kostüm von der Biene Maja drinsteckt, ja? Also so richtig, so, und dann ist es so richtige Schauspieler. Und das Lied ist gesungen von Florian Silbereisen. Schlimmer geht's nicht mehr. Maja. Ja, Maja. Ehrlich. Gut. Doch Maja. Ja, ist ja gut. Richtig ab. Am 9. September ist was noch gewesen? Ein Aktionstag. Und zwar Aktionstag des alkoholgeschädigten Kindes. Ach so. Also heute ist der Aktionstag des alkoholgeschädigten Kindes. Ja. Das heißt also, wir sollen darüber nachdenken, dass wir nicht so viel Alkohol trinken in Bezug auf Kinder, beziehungsweise Kinder nicht an Alkohol rankommen. Ja, wahrscheinlich. Entweder das oder ist ja gesagt, ein guter werdende Mütter. Wir wollen mal ernst werden. Werdende Mütter wahrscheinlich an diesem Tag nicht trinken. Genau. Macht man nicht. Nächstes Thema. Ja, und am 9. September hat Christoph Kolumbus auf dem Weg nach Indien. Also er wollte ja nach Indien. Eigentlich wollte er nach Indien. 1992 hat er auf dem Seeweg nach Indien, hat der Christoph Kolumbus eine Zwischenstation auf der Kanareninsel La Gomera gemacht. Aha. Kennst du La Gomera? Nein. Gomera, Fuerteventura, Lanzarote. Lanzarote kenne ich. Gran Canaria, das ist ja alles da so eine Ecke. Genau. Ja. So, und da war Christoph Kolumbus 1992, kurz bevor er dann... Ich wollte gerade sagen, da ist er aber noch nicht weit gekommen. Nee, noch nicht so richtig lange. Aber da hat er Zwischenstation gemacht, auf jeden Fall. Am 9. September. Das haben wir gelernt über den 9. September. Wer alles Geburtstag hat, seine Nichte und die Petkovic. Ja? Richtig. Und den ganzen anderen Rest könnt ihr ja nochmal nachgucken. Das ist Till und sein Vlog und der Sashi. Macht's gut. Cheerio, Miss Sophie.